Alles so glitschig im Mund. Appetitlich sieht das auf jeden Fall nicht aus. Oh, Leute, man schmeckt den Spinat raus. Ich habe ihn dafür reduziert gekauft, weil den keiner mehr haben wollte. Also meins ist es nicht so. Ich bin Sophia. Auf meinem Kanal findet ihr Videos zu Ernährung, Fitness, Challenges und Vlogs. Und heute ernähre ich mich wie das deutsche Supermodel überhaupt, nämlich wie Heidi Klum. Als erstes habe ich mich natürlich auf die ganz interessanten Internetseiten des World Wide Webs begeben, um herauszufinden, was Heidi denn so isst. Also auf Instagram habe ich leider nicht so viel gefunden. Ich habe ihr Instagram-Profil gestalkt, bis ich weiß nicht wohin. Aber ich habe wirklich nichts zu ihrem Essen gefunden. Vielleicht ab und zu mal so ein Bild, wo sie Pasta isst, als Ausnahme. Aber nichts Konkretes. Dafür habe ich auf Magazinseiten verschiedene Interviews gefunden. Und da hat sie ein bisschen was über die Ernährung gesagt. Und zwar ist Heidi Low Carb, mageres Fleisch, hat ein spezielles Gericht am Morgen, was ich auch mit euch zusammen mache. Und isst anscheinend nur 900 Kalorien. Bitte was? Also 900 Kalorien finde ich wirklich sehr, sehr wenig. Ich weiß nicht, inwiefern das stimmt auf diesen ganzen Seiten. Ich habe aber auch keine andere Zahl als 900 Kalorien gefunden. Das ist das Problem. Deswegen ernähre ich mich in diesem Video mit diesen 900 Kalorien. Aber ich sag euch Leute, wenn ihr eine Diät machen wollt, geht nicht zu weit mit den Kalorien runter. Das heißt nicht 900 Kalorien. Also wenn ich euch mal eine Vergleichszahl nennen darf, mache ich so bei 1800 bis 2000 Kilokalorien Diät und Heidi 900 Kalorien. Also da tue ich mich ein bisschen schwer. Wie gesagt, nur fürs Video. Aber passt da auf euch auf und esst nicht nur 900 Kilokalorien jeden Tag. Und ich würde sagen, das waren die Grundinformationen. Starten wir doch einfach mal mit der Heidi Klum Diät. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. So, also unsere Frühstückseierbrühe, aka das Geheimrezept von Heidi Klum, haben wir fertig. Und Heidi trinkt auch immer ein Smoothie zum Frühstück. Also, so wie ich das verstanden habe, trinkt sie das zusammen und da tut sie frische Beeren, einen Apfel, eine Banane rein. Also, Carbs bei Bananen sind okay, sagt sie, aber sonst macht sie eher eine Low-Carb-Diät. Und hier haben wir noch Spinat drin. Ich habe in den Artikeln eher Grünkohl gefunden, aber den habe ich leider nicht. Deswegen habe ich jetzt Tiefkühl-Spinat, weil ich den auch nicht frisch habe. Und daraus machen wir uns jetzt ein Smoothie. Mir ist sie leider ein bisschen runtergefallen, deswegen habe ich jetzt das ganz Schwarze rausgeschnitten. Ein paar Beeren. Spinat. Ich fülle da jetzt noch ein bisschen Wasser zu, damit da überhaupt Flüssigkeit drin ist. Mal schauen, ob mein Mixer das mitmacht. Ja, also mein Mixer hat es doch noch hinbekommen. Appetitlich ist was anderes. Durch den Spinat sieht das immer direkt so eklig aus und ja. Ihr seht, ich hätte fast die Hälfte daneben gekippt. Okay, Leute. Ja, hier haben wir dann unser Heidi Klum Frühstück. Einmal die Gemüsebrühe mit einem Ei und zwei Eiklar. Und dann haben wir hier den Smoothie, auch mit Gemüse drin, der ziemlich grün aussieht. Und ich habe noch nie einen Apfel in einen Smoothie gemacht, ist mir aufgefallen. Ich habe so ein paar kontroverse Sachen gefunden. Also jedenfalls hat mich das ein bisschen verwirrt, was ich erst gelesen habe auf den ganzen Internetseiten, Klatschpresseseiten und so weiter. Auf Heidis Instagram-Account habe ich ja leider nicht so viel gefunden. Und sie hat nämlich gesagt, dass sie gerne drei große Mahlzeiten isst, also drei Hauptmahlzeiten und keine Snacks. Weist auch darauf hin, dass gerade die Snacks kritisch sein können, wenn man abnehmen möchte, weil die einfach so nebenbei gegessen werden und man nicht so auf die Kalorien achtet. Und ja,
Das sehe ich genauso. Also Snacks können einem die Diät versauen. Aber dann hat sie auch gesagt, dass sie Intervallfasten empfiehlt. Und dann dachte ich mir aber, okay, wenn sie ihre erste Mahlzeit morgens mit diesem Frühstück zu sich nimmt und dann ihre letzte Mahlzeit aber trotzdem ihr Abendessen ist, dann passt das ja nicht so ganz. Allerdings isst sie sozusagen im Zeitraum von 10 bis 18 Uhr, also fastet sie auch 16 zu 8, bloß halt komplett anders als ich oder als ich das von irgendwelchen anderen Leuten kenne. Ich faste ja auch 16 zu 8, manchmal sogar noch länger. Und deswegen habe ich jetzt nicht meine Phase verschoben, sondern esse ja eigentlich wie Heidi, aber nur ein bisschen später. Also es ist jetzt 15 Uhr und meine Fastenphase breche ich jetzt mit dem Frühstück von Heidi. Sie würde das normalerweise um 10 Uhr essen, aber ich möchte jetzt auch nicht meine komplette Fastenphase so durcheinander bringen. Ich fange mal direkt mit der Hühnerbrühe-Suppe an und ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so schlecht oder so schlimm, weil ich mag Hühnerbrühe oder Gemüsebrühe auch. Und ich mag auch Ei und ich mag auch, wenn das in der Suppe drin ist. Also meine Mutter hat das früher immer in eine Spargelsuppe reingemacht. Also es war keine Spargelcremesuppe, sondern so eine klare Spargelsuppe, aber auch mega lecker. Und da war dann auch immer ein Ei drin, aber halt auch mit Grieß und natürlich Spargel. Das war mega lecker und das fehlt mir jetzt hier. Also wenn da noch so ein paar Grießklöße drin wären, dann top, ne? Aber jetzt, ja, mal schauen, wie das einfach so schmeckt. So, also ganz so appetitlich sieht das auf jeden Fall nicht aus. Das gebe ich gerne zu. Alles so glitschig im Mund. Ja, aber es ist tatsächlich echt lecker. Also hier fehlt noch ein bisschen Salz. Vielleicht habe ich auch zu wenig Brühe reingetan. Aber ich finde, es schmeckt wirklich lecker. Ist jetzt bloß nicht so das klassische Frühstück, was ich mir bei einem Model vorgestellt habe. Weil das einfach so stumpf irgendwie ist. Sonst essen alle immer Porridge oder ja, einen grünen Smoothie trinkt sie ja auch. Aber das ist einfach so ein bisschen unfancy. Okay, das esse ich gleich zu Ende. Erstmal probiere ich jetzt den Smoothie mit euch. Der stand hier die ganze Zeit im Hintergrund übrigens. Also Smoothies an sich finde ich ja lecker. Bloß ich esse normalerweise lieber als mein Essen zu trinken, wisst ihr, was ich meine? Mal schauen, wie das schmeckt. Wie gesagt, noch nie Apfel in einem Smoothie probiert. Leute, man schmeckt den Spinat raus. Ich glaube, ich habe zu wenig Obst reingemacht und zu viel Spinat. Aber sonst ist der auf jeden Fall auch lecker süß durch die Banane. Die war ja schon ein bisschen reifer und auch durch das Obst. Den Apfel schmecke ich jetzt nicht so direkt raus. Also ich glaube, der geht ein bisschen unter und bringt dem Smoothie so ein bisschen Säure oder Sauerlichkeit, heißt es so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht der nicht so lecker aus. Er ist okay, ich hätte nur ein bisschen weniger Spinat reinmachen müssen. Das werde ich jetzt erstmal aufessen und dann sehen wir uns wieder. So ihr Lieben, es ist jetzt 20 vor 6, das heißt, es ist bald Zeit für die nächste Mahlzeit. Normalerweise esse ich nur eine bis zwei Mahlzeiten, deswegen ist es schon eine Umgewöhnung für mich. Aber egal, wir machen das jetzt wegen der Challenge. Ich habe herausgefunden, dass Heidi mageres Protein und sonst gedünstetes Gemüse oder Salate isst. Das klingt auf jeden Fall ganz lecker, finde ich. Das Problem ist, sie ist eher Low Carb, also auch abends und mittags. Also allgemein ist sie Low Carb. Sie schließt Kartoffeln eigentlich aus, weil das ja eine natürliche Kohlenhydratquelle ist, genauso wie Bananen. Allerdings kommt sie ja laut Internet, was ich irgendwie nicht ganz glauben kann. Also ich kann einfach nicht glauben und hoffe es auch nicht, dass ein Mensch jeden Tag nur 900 Kalorien isst. Also das kann ich mir bei ihr auch irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Also das Internet sagt 900 Kalorien. Keine Ahnung, wir machen heute auf jeden Fall 900 Kalorien. Und ich habe keine Lust, habe ich das schon erwähnt? Deswegen mache ich mir jetzt Hähnchen und Brokkoli. Ich glaube, das passt ganz gut in ihren Ernährungsplan. Und schauen wir mal, wie das wird. Also bei der klassischen Fitnessmahlzeit würde der Reis irgendwie fehlen. Oh mein Gott, Leute, ich habe hier gerade einen Wurm gefunden. Was? Also ohne Spaß. Was soll dieser Wurm in meinem Brokkoli? Was soll das? Ich fühle mich gerade wirklich wie Heidi Klum, weil das Einzige, was ich auf ihrem Instagram-Account über ihr Essen gefunden habe, ist, dass eine Schnecke in ihrem Salat war und jetzt ein Wurm in meinem Brokkoli. Ich habe den mitgekocht, also der ist tot, aber hat der vielleicht so Maden in meinem Brokkoli gelegt? Ich habe ihn dafür reduziert gekauft, weil den keiner mehr haben wollte.
Was ist heute los? Das Hähnchen ist auf jeden Fall schon durch. So, ihr Lieben, hier haben wir jetzt also unsere improvisierte Mahlzeit Nummer 2 à la Heidi Klum. Und zwar habe ich mir jetzt Gurke aufgeschnitten, ein paar Tomaten. Die habe ich jetzt aber nicht abgewogen. Also das ist aber nicht so viel, wie ich sonst esse. Also es ist eine kleine Schale. Ich hoffe, ihr seht das. Und dann habe ich noch ein paar Radieschen genommen. Die Hälfte vom Hähnchen, was ich gemacht habe, das sind jetzt etwa 200 Gramm, vielleicht ein bisschen weniger. Ich habe das Dressing aus Apfelessig, Limettensaft und Salz, Pfeffer und Sumak gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein türkisches Gewürz. Das finde ich in Salat richtig lecker. Deswegen habe ich das da noch reingetan. Und mein Abendessen ist ja auch schon bald. Ich muss dazwischen nämlich noch Sport machen, Leute. Die Zeit wird knapp. Herzlich willkommen zu meinem letzten Essen und deutlich später als gewollt. Es ist jetzt 22 Uhr und ich fühle mich richtig, als hätte ich die Challenge verloren. Ich habe hier nämlich jetzt den grünen Spargel. Den habe ich etwas gekocht und dann etwas gebraten, allerdings ohne Öl. Ich habe da so ein bisschen Zitronengras und Ingwer ran gemacht. Dann habe ich das restliche Hähnchen, also die restlichen 200 Gramm. Und hier habe ich Spinat mit Tomaten. Insgesamt komme ich jetzt heute auf 867 Kilokalorien. Davon haben wir 125 Gramm Eiweiß, 63 Gramm Kohlenhydrate und 16 Gramm Fett, was alles viel zu wenig ist, Leute. Und beachtet nicht mein Ziel, das ist nicht aktuell. Dann habe ich noch gesehen, dass Heidi wohl gerne oder so eine extreme Diät gemacht hat. Ich glaube, gerne hat sie es nicht gemacht. Aber sie hat immer so einen Drink getrunken aus Zitrone, Cayennepfeffer, Ahornsirup. Und ratet mal, was ich mir gemacht habe. Genau, das Gleiche. Da ich kein Shotglas habe, weil ich echt keinen Alkohol trinke, habe ich das in so einer kleinen Tasse. Das werde ich jetzt als erstes trinken. Oh, das riecht schon richtig komisch. Also meins ist es nicht so, obwohl es frischer als gedacht ist, wegen der Zitrone, wegen dem Zitronensaft, ehrlich gesagt. Aber ich werde jetzt erstmal mein Essen essen und mal schauen, ob ich da noch Hunger habe. Also normalerweise esse ich ja das meiste Essen abends, deswegen mal schauen. Ich werde berichten. So Leute, mein Tag, wo ich mich wie Heidi Klum ernährt habe, ist beendet. Leider konnte ich heute ja nicht wie sie Sport machen. Mal schauen, vielleicht kann ich das dann doch an einem anderen Tag wiederholen. Aber morgen steht auf jeden Fall wieder ganz normal Sport an bei mir. Und ich werde jetzt erstmal ins Bett gehen ganz schnell, weil ich nämlich auf jeden Fall noch was essen könnte. Und wenn ich jetzt einfach ins Bett gehe, dann hoffe ich, dass ich ganz schnell schlafe und dann keinen Hunger mehr habe. Also momentan geht's noch. Ich habe jetzt nicht mega krass Hunger. Also ich bin schon voll gegessen durch das Gemüse. Das hat ja auch ein hohes Volumen und dadurch wird man ja auch satt. Aber wenn ich jetzt lange noch wach bin, dann kriege ich, glaube ich, nochmal richtig Hunger. Spannend wird es dann, glaube ich, auch sehr morgen, weil ich ja da auch wieder spät anfange zu essen, also so 16 Uhr. Mal gucken, ob ich da nicht schon vorher Hunger bekomme. Also ich würde sagen, ich gehe jetzt ins Bett und dann sehen wir uns morgen zu meinem Fazit wieder. So Leute, hier bin ich wieder. Die Challenge ist vorbei und ich habe mein Fazit für euch. Also wie ihr gemerkt habt, war mein Tag so ein bisschen stressig. Also ich habe zwar das Essen hinbekommen, ich habe auch nur 900 Kalorien gegessen, habe das ja auch alles eingetrackt und so weiter. Aber mein Tag lief allgemein nicht so on point. Also ich habe an dem Tag keinen Sport gemacht, was sonst ja wirklich fest zu meinem Tagesablauf dazugehört. Zu Heidis Tagesablauf auch. Aber es lief komplett schief und deswegen bin ich nicht zu meinem Sport gekommen. Also sporttechnisch habe ich leider diese Challenge gefailt. Aber ich habe auch nicht so viel über Heidi Klums Sport rausgefunden. Eher, dass sie auf 3 bis 4 Mal die Woche 45 Minuten Cardio setzt. Aber ich denke, sie ist auch viel unterwegs auf Shootings und am Drehset. Ich denke, dass es auch ziemlich anstrengend ist. So, aber die Ernährung war jetzt ja nur ein Tag und ich glaube, länger würde ich das auch nicht durchhalten. Also ich habe schon gemerkt, dass ich jetzt am Tag danach mehr Hunger hatte, also durch die 900 Kalorien. Das versucht der Körper dann am nächsten Tag einfach auszugleichen und da aufzunehmen. Ich hatte schon früher Hunger, aber ich habe dann ja trotzdem erst um 16 Uhr gegessen, also meine normale Fastenzeit. Aber ich habe schon so ein bisschen gemerkt, ne, dass ich so früher Hunger bekommen habe und dass ich am Vortag einfach sehr wenig gegessen habe. Was sonst auch auffällt, ist, dass Heidi sehr low carb unterwegs ist. Also wo es geht, auf Kohlenhydrate verzichtet. Was sie dann aber gleichzeitig aussagt, ist, dass sie Bananen und Kartoffeln zum Beispiel isst, weil das ja
unverarbeitete Kohlenhydrate ist. Sie würde jetzt nicht an einem normalen Tag Nudeln essen oder Pizza oder so. Aber ich frage mich auch, wie das mit 900 Kalorien gehen soll. Also das passt dann irgendwie nicht, ne? Was ich aber echt relativ lecker fand, und ich hoffe, ihr hasst mich jetzt nicht, ist diese Hühnerbrühe mit Ei. Also ohne Spaß, das war echt lecker. Ich glaube, das mache ich mir irgendwann nochmal. Also vielleicht jetzt nicht jeden Tag, aber so zwischendurch. Keine Ahnung, war das irgendwie ganz lecker. Ich glaube, das könnte manchen beim Abnehmen helfen, weil es ist ja eine Mahlzeit, die füllt einen erstmal durch die Flüssigkeit und enthält trotzdem Eiweiß. Es ist so ein bisschen seltsam. Ich fand es jetzt aber nicht so schlimm. Also insgesamt war das Essen okay. Es ist jetzt aber auch nicht etwas, was ich mein Leben lang so durchziehen würde oder gerne jeden Tag essen würde. Also witzig war es auf jeden Fall für die Challenge. Was man sagen kann, ist, dass Heidi wirklich eine Top-Figur hat. Ich hoffe bloß, dass sie das mit mehr als 900 Kalorien halten kann. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Dann wächst unsere Community und das würde mich mega, mega freuen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, von welchem Star ich das nächste Mal die Diät nachmachen soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!